bin hierher gekommen, um Gold zu holen und Silber wäre definitiv dann schon die erste Enttäuschung. Der Kurs kommt jetzt 100% entgegen. Das ist ein Kraftkurs, relativ ausgeglichen, ja, leichte Anstiege, leichtes Gefälle drin, aber wirklich nichts, was man ansatzweise als irgendwo Berg bezeichnen könnte. Das ist genau das, was ich bevorzuge im Zeitfahren. Gerade letztes Jahr war es doch sehr, sehr schwer für mich, das Weltmeistertrikot abzugeben. Und Bradley Wiggins darin in 2015 fahren zu sehen. Mein großes Ziel ist auf jeden Fall, jetzt die Goldmedaille zu holen und dann auch das Trikot nächstes Jahr wieder tragen zu dürfen. Hauptkonkurrent wird mit Sicherheit ein Tom Dumoulin sein, der wirklich eine ausgezeichnete Performance in der Vuelta geboten hat. Fragezeichen ist natürlich, ob er sich jetzt wieder erholt hat. Tyler Finney, der bei der Tour sehr stark gefahren ist. Ron Dennis, der bei der Tour ganz stark gefahren ist. Tyler Finney, der sicherlich am Sonntag ein starkes Comeback hatte. Das sind so die Namen, die man sicherlich auf der Liste haben muss. Ich bin erstmal froh, dass das Mannschaftszeitfahren erstmal für mich persönlich gut gelaufen ist. Es war ein erster Formtest jetzt für das Einzelzeitfahren auch und ich habe mich sehr gut gefühlt und gehe dementsprechend auch sehr positiv gestimmt ins Einzelzeitfahren. Man hat die Zeiten, die ja natürlich irgendwo die Strategie dann auch vorgeben. Auf den langen Geraden hat man vielleicht sogar auch die Chance mal das Begleitfahrzeug von dem Konkurrenten vorne zu sehen. Das ist ungemein wichtig. Mental ist das wirklich ein Faktor. Das ist so ein Zielpunkt, wo man sich wirklich ranziehen kann. Wogegen man auf endlosen Geraden, wo man niemanden sieht, wirklich auch teilweise verzweifeln kann. Also ich denke schon, dass die letzte Startposition ein großer Vorteil sein wird. Ja.